Hallo meine lieben Curlies, hier ist Laura von Loving Curls und heute erfahrt ihr, welche Conditioner aus der Drogerie für uns Lockenköpfe geeignet sind und welche nicht. Ich war für euch in der Drogerie unterwegs und habe mir diverse Conditioner, diverse Haarspülungen angesehen, habe mir endlos viele mitgenommen, um sie hier bei mir ganz in Ruhe zu analysieren und euch mitteilen zu können, wie sie nun wirklich für lockige Haare sind. Sind sie gut? Sind sie schlecht? Sind sie vielleicht gut mit einem kleinen Aber? Aber würde ich sie euch grundsätzlich empfehlen oder eher nicht? Ich habe den Langhaar-Mädchen-Conditioner Beautiful Curls analysiert, der extra für uns Lockenköpfe geschaffen wurde. Und es gibt einige Dinge, die ich positiv hervorheben kann. Erstens, dieser Conditioner ist für die Curly Girl Methode geeignet. Das heißt, alle Inhaltsstoffe sind safe. Ja? Also, ihr macht damit schon mal nichts falsch. Es ist Leinsamen enthalten, es ist Aloe Vera enthalten, alles für Feuchtigkeit spendende Pflege für uns Lockenköpfe. Also schon mal einen Daumen hoch. Was nicht ganz so schön ist, was ich euch aber der Transparenz halber einfach erwähnen möchte, weil ich weiß, viele meiner Follower haben eine sehr empfindliche Kopfhaut. Hier ist relativ viel Parfum enthalten und diese Duftstoffe, die können dazu führen, dass eure Kopfhaut, wenn ihr sensible Kopfhaut habt, anfängt zu jucken oder brennen. Das heißt, wenn ihr das schon mal verwendet habt und euch gewundert habt, warum reagiert meine Kopfhaut überhaupt so darauf, es ist relativ viel Parfum enthalten. Hier ist allerdings auch noch ein Weichmacher enthalten, wo natürlich nicht abzulesen ist, wie er hergestellt wurde. Das heißt, es ist auch nicht wirklich abzulesen, ob das jetzt ein umweltfreundliches Produkt ist oder nicht. Da Marken allerdings eigentlich immer natürliche Inhaltsstoffe gesondert hervorheben mit so einem Sternchen, natürlicher Ursprung oder ähnliches und ich das hier leider nicht finde, gehe ich davon aus, dass das eventuell doch ein paar synthetische Inhaltsstoffe enthält, was natürlich nicht wirklich gut für die Umwelt ist. Kommen wir zum Hydrating Cream Conditioner von Cantu. Falls ihr das noch anders in Erinnerung habt, ja, die Verpackung wurde verändert. Der Inhalt ist, soweit ich es sehen konnte, allerdings gleich geblieben. Nichtsdestotrotz habe ich mir die Mühe gemacht, es noch einmal zu analysieren. Was ist gut? Es ist ein sehr reichhaltiges Produkt. Das heißt, wenn ihr Shea Butter mögt, wenn eure Haare das gut vertragen können, dann könnte das gut für euch sein. Allerdings nicht, wenn ihr der Curly Girl Methode folgt, denn da ist ein Inhaltsstoff enthalten, der nicht der Curly Girl Methode entspricht. Dazu kommt, dieses Produkt ist absolut null natürlich. Also es ist ein Mineralöl enthalten, es sind synthetische Polymere enthalten, Ester, Kunststoffpolymere und das alles, ganz ehrlich, dieses Produkt kann ich nicht mit einem guten Gewissen weiterempfehlen. Da sind auch noch Duftstoffe drin, das heißt, wenn ihr es nutzt, wird eventuell auch eure Kopfhaut darauf reagieren. Wie gesagt, wenn ihr damit klarkommt, nutzt es gerne. Aber ich würde es jetzt nicht, wenn du zu mir kommst und sagen würdest, oh ja, ich brauche was, kann ich nehmen, würde ich nicht auf die Idee kommen, dir dieses Produkt als allererstes zu empfehlen. Hier haben wir das Garnier Fructis Kakao Butter Hair Food und das ist ein 3-in-1 Produkt. Ihr könnt es als Maske, als Conditioner und auch als Leave-in Conditioner verwenden und weil ihr es als Conditioner verwenden könnt, habe ich ihn natürlich auch in meinem Conditioner-Drogerietest dabei. Und ich kann euch sagen, dieses
Produkt ist für die Curly Girl Methode geeignet. Das heißt, alle Inhaltsstoffe sind safe, die verwendet werden. Das Produkt ist auch vegan, was ganz toll ist meiner Meinung nach. Und es ist recht reichhaltig. Das heißt, wenn ihr Locken habt, die unbedingt Pflege und noch mehr Pflege und noch mehr Pflege brauchen, da habt ihr ein gutes Produkt erwischt. Es enthält Sonnenblumenöl, das auch gut für eure Kopfhaut ist, enthält Vitamin E und die Kakaobutter, die ja schon im Namen abzulesen ist, die hier enthalten ist, spendet euren Haaren absolute Feuchtigkeit. Ein kleiner Minuspunkt, es sind kennzeichnungspflichtige Duftstoffe enthalten, und zwar ein paar. Natürlich ganz hinten in der Inhaltsstoffliste, aber trotzdem möchte ich transparent sein. Und das heißt, wenn es bei euch juckt oder brennt, könnte es eventuell an diesen Inhaltsstoffen liegen. Ansonsten ein wirklich gutes Produkt, kann ich euch absolut weiterempfehlen. Kommen wir zum Husk Curl Care Detangling Conditioner. Auch den gibt es in der Drogerie. Ich habe ihn bei DM gekauft und ich habe mir die Inhaltsstoffe ganz genau angesehen. Und was soll ich sagen? Ich bin etwas enttäuscht. Also positiv hervorzuheben ist, die Inhaltsstoffe sind Curly Girl Methode safe. Das heißt, es wird euren Locken nicht schaden. Ihr werdet wahrscheinlich durch das enthaltene Arganöl und auch das Olivenöl einfach schöne Locken bekommen. Also, ne, denke ich mal. Aufpassen solltet ihr, wenn ihr wisst, dass ihr auf Kokosöl reagiert. Einige Lockenköpfen haben dort wirklich eine ganz starke Reaktion und es fühlt sich so an, als ob ihr einen Protein-Overload habt, aber das liegt dann einfach nur am Kokosöl. Aber grundsätzlich kann ich da überhaupt nichts bemängeln. Aber leider sind diese Inhaltsstoffe, die hier enthalten sind, nicht nur gut. Denn hier gibt es auch zum Beispiel Polyquaternium 10, Polyquaternium 68 und das sind einfach synthetische polymere Inhaltsstoffe, die nicht natürlichen Ursprungs sind und damit schwer abbaubar und umweltschädlich sind. Ich würde dieses Produkt daher nicht mit einem sehr guten Gewissen weiterempfehlen können. Dazu kommt, dass auch hier kennzeichnungspflichtige Duftstoffe enthalten sind, die eurer Kopfhaut einfach nicht gut tun können. Sie kann mit Jucken oder auch Brennen reagieren. Wie gesagt, andere reagieren gar nicht darauf, aber ich bin transparent. Dieser Conditioner ist von der Marke Ahu Organic Hair Care. Und es gibt da einige Conditioner von. Ich habe mir einfach mal den Keratin Conditioner geschnappt. Ganz schön gefällt mir, dass er 0% Mikroplastik enthält, 0% Mineralöl und auch keine Silikone. Er ist aus 96% natürlichen Ursprungs und er erscheint mir ganz gut. Er wurde in Deutschland hergestellt, ist vegan und was ich schön finde, auch dieser Conditioner ist für die Curly Girl Methode geeignet und er enthält Proteine. Und da ich weiß, dass viele Curlys mittlerweile auch Conditioner mit Proteinen bevorzugen, schaut da einmal hin. Der hat eine sehr gute Mischung aus zum einen Protein, zum anderen enthält er pflanzliche Öle von Macadamia, was war es, Amaranth, Granatapfel, die einfach gut sind, um die Locken zu pflegen. Dann haben wir allerdings auch noch Rosmarin hier enthalten und Rosmarin kann dazu führen, muss nicht, aber kann dazu führen, dass ihr euren Haarwachstum anregt damit. Das heißt, im Großen und Ganzen ein ganz solides, schönes Produkt aus der Drogerie, mit dem du deine Locken pflegen kannst.
Einziger Minuspunkt, auch hier sind kennzeichnungspflichtige Duftstoffe enthalten, die eure Kopfhaut reizen können oder kann, wenn ihr ja sensible Kopfhaut habt. Wie so oft leider. Echt schade. Muss nicht. Meine Lieben, es hat richtig Spaß gemacht, dieses Video für euch aufzunehmen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Abonniert unbedingt diesen Kanal dafür und schaltet die Glocke an, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wann der zweite Teil dieser Serie online geht.